Herzlich willkommen. Namaste. Wir sind heute mit diesem neuen Abschnitt im Teil 3 des Chakra-Weges angekommen. Hinter uns liegt schon das Chakra, das uns verwurzelte, Muladhara, das ließ uns ankommen, das ließ uns erden und zentrieren bei uns selbst. Der zweite Weg führte uns zum Wasserchakra. Und da ging es um Bewegung, um Lebendigkeit, um Anpassungsfähigkeit und die Offenheit für das Neue. Und das Chakra hier ist Svadhisthana. Und heute gehen wir einen Schritt weiter auf dieser Reise. Es sind immer verschiedene Punkte entlang der Wirbelsäule. Wir sind vom Steißbein in die Hüftgelenke gekommen und heute in den Bereich des Solarplexus, also eine je nach Literatur unterschiedlich beschriebene Region, entweder oberhalb, um oder unterhalb des Bereiches des Bauchnabels. Der Solarplexus ist ein Bereich des Bauchraumes, der sich dadurch kennzeichnet, dass hier eine besondere Verdichtung von Nervenzellen vorhanden ist. Also neben dem Kopf die zweithäufigste verdichtete Form von Nervenstrukturen. Das Chakra heißt Manipura. Mani heißt so etwas übersetzt wie ein Juwel. Und Pura ist ein Ort oder eine Stadt, also der Ort oder die Stadt der Juwelen. Und das Element ist hier Feuer. Und Feuer ist ungezügelt. Feuer ist eine sehr rohe Energie und Kraft. Und wir versuchen sie über diese Yogastunde heute zu wecken. Also eine Stunde, die uns aktiviert, die uns aufwärmt, indem wir ein inneres Feuer zum Leuchten bringen. Und mit Energie durch diese Stunde gehen. Und das sind auch die Themen dieses Chakras. Es geht um körperliche Kraft, körperliche Stärke, um Energie. Und das ist sozusagen die Batterie oder der Akku, der uns den Antrieb, den Schritt nach vorn verleiht. Im Geist bedeutet das, einen klaren Willen zu haben, sich Hindernissen zu stellen, Hindernisse zu überwinden, Dinge zu schützen, die man liebt und die einem wichtig sind. Dysbalancen dieses Chakras können entweder sein, dass es eben zu viel dieses Feuers brennt, zu viel Energie, zu viel Wille, der auch rücksichtslos durchgesetzt wird oder immer mit dem Kopf durch die Wand geht, zu wenig eher die Antriebslosigkeit oder die fehlende Energie, die uns den Schwung gibt oder die uns bereit macht, uns Hindernissen zu stellen. Wir werden körperlich den Raum des Bauches in den Mittelpunkt stellen, besonders die Bauchmuskulatur und auch die Rumpfmuskulatur, also den gesamten Bauchcontainer aktivieren, Bauchmuskulatur, Flanken, Rückenmuskulatur und Beckenboden von unten. Auch das Zwerchfell über die Atmung aktivieren, wird die Atmung dahin lenken in diesen Raum des Bauches und im Besonderen nicht nur mit Kraft dort arbeiten, sondern auch mit Drehungen arbeiten. Und werden dann am Ende dieser Stunde das Feuer so ein bisschen wieder verteilen im Körper, die Atmung vertiefen und ja, das ein bisschen wieder zurückfahren, dieses Feuer und diese Energie. Und es wird eben herausfordernd werden. Und das ist auch ein Weg, der Yoga ist. Ja, Yoga ist manchmal sehr sanft, manchmal wirklich sehr liebevoll begleitet und sehr ruhig. Und manchmal ist es aber auch ein Weg der Kraft und Energie und Stärke. Genauso wie die Welt um uns herum auch mal Energie und Kraft braucht. Ja, und alles fordert uns erstmal heraus, braucht einen Willen, das durchzuhalten und den Weg zu gehen, braucht körperliche Kraft. Aber es schenkt uns eben auch einen klaren Willen, ein klares Ziel und mehr Stabilität, mehr Kraft auch im Körperbereich. Gut, lass uns beginnen im Liegen. Dann stell am besten im Liegen die Füße auf und nimm erstmal einmal die Unterlagen unter dir wahr, die du im Moment berührst. Die Erde, die dich trägt, die dir von unten Halt gibt. Und dann kuschel dich mit den Auflageflächen, die du im Augenblick spürst, in diesen Kontakt zur Erde. Nimm deinen Körper wahr.
auch die Atmung, die durch ihn hindurchströmt. Und um in den ersten Kontakt dieses Chakras zu kommen, bitte ich dich, zumindest eine Hand oder zwei Hände an das Solarplexus zu legen, also den Bereich um den Bauchnabel oder auch unterhalb des Bauchnabels. Dann spür dort die Berührung der Hand oder Hände. Bitte dich, die Berührung einmal zu lösen, die Hände warm zu reiben aneinander. Richtig warm. Und noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen wärmer. Und die Hand oder Hände wieder um den Bereich des Bauchnabels auf den Bauch zu legen. Und spür nicht nur die Berührung, spür auch die Wärme, die dort entsteht. Und leite den Atemfluss in den Kontakt der Hände. Atme also tiefer in den Raum des Bauches. Wenn du das machst, dann spürst du, dass mit dem Einatmen der Bauch sich wölbt, die Hände sich heben und ausatmen sich fast wie von selbst wieder zurückziehen zur Mitte des Körpers nach innen. Einatmend den Bauch wölben, ausatmend ihn zurückfließen lassen zu seiner inneren Mitte, zu seinem Zentrum. Einatmend ist eher entspannt, der Bauchraum weitet sich. Die Bauchmuskulatur entspannt sich dabei. Ausatmend, das ist eine kleine Energie, eine kleine muskuläre Kraft der Bauchdecke, die sich kontrahiert und den Bauchraum nach innen und auch den Bauchnabel nach innen zieht. Wenn du ausatmest, die Bauchdecke sich sanft spannt, der Bauchnabel nach innen gezogen wird, dann stell dir auch vor, dass du eine Hose anhast mit einem Knopf, den du ein bisschen enger schließen möchtest. Und wenn du einatmest, dann entspann die Muskulatur wieder. Und wenn du mit Ujjayi Pranayama, der reibenden Atmung vertraut bist, dann kannst du auch Ujjayi setzen. Das ist eine sanfte Enge, die den Atemstrom verwirbelt. Und diese Enge kann in verschiedenen Stellen sein. Klassischerweise ist sie oft im Kehlkopf lokalisiert, also man spannt den Kehlkopf an, zieht die Stimmbänder aufeinander zu, sodass dort ein Reibelaut entsteht. Ich persönlich finde das sehr, sehr anstrengend, sehr festmachend. Und ich setze diesen Reibelaut eher etwas höher im Bereich des Rachens oder in den Übergang Richtung Nase. Aber das kannst du für dich spüren, wo da eine Enge im Moment entstehen kann, an der ein Atemgeräusch hörbar wird. Und das muss nicht übertrieben sein. Es ist vielleicht ein Geräusch, das du für dich hörst, aber das vielleicht jemand anderes gar nicht so wirklich hören würde. Und Ujjayi ist eine sehr schöne, sehr aktivierende Atmung, die dir Kraft und Antrieb verleiht. Wenn du magst, du kannst das immer wieder in dieser Yoga-Praxis setzen. Ich bitte dich noch einmal, während die Atmung weiterfließt, jetzt dauerhaft den Beckenboden etwas zu schließen, einen Reißverschluss muskulär zuzumachen und dir vorzustellen, du machst eine Hose mit einem Knopf etwas enger. Du schließt den Knopf enger, bleib in dieser Kraft, heb den Kopf, schau Richtung Oberschenkel und verschränk die Hände hinter dem Kopf. Und so kannst du den Kopf zurücklegen in die Hände, kannst du ihn tragen lassen von den Händen, sodass der Halsbereich sich entspannen kann.
Roll dein Becken ein wenig ein und kuschel den unteren Rücken zur Yogamatte unter dir. Bleib dort mit der Lendenwirbelsäule verhaftet am Boden. Und zieh jetzt die Knie etwas zu dir heran, mach einen rechten Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel. Der untere Rücken bleibt am Boden, der Beckenboden ist geschlossen, der Hosenknopf macht sich enger. Wenn du beim nächsten Mal ausatmest, dann tipp mit der rechten Ferse vor dir auf der Matte auf. Einatmend das Knie zurück, ausatmend nach links. Links auftippen, einatmend zurückziehen. Mach das bitte weiter. In Ujjayi, wenn du möchtest, mit einer tiefen, aktiven, kraftvollen Atmung. Das ist am Anfang relativ leicht, aber je länger du das machst, desto aktivierender wird das für die Bauchmuskulatur. Wenn du mehr möchtest, dann kannst du weiter vortippen. Wenn du etwas sanfter möchtest, dann den Kopf etwas zurücklegen. Noch dreimal mit rechts beginnend. Und wenn du das so beendet hast, wenn du mit dem linken Knie beim nächsten Mal zurückkommst, dann stell die Füße bitte wieder auf und leg dich zurück zur Unterlage. Und dann spür nach. Du kannst gerne wieder die Hände in den Raum des Bauches legen, dorthin atmen und spüren, wie dort etwas entstanden ist, etwas Kraft, etwas Stabilität, vielleicht auch etwas Wärme. Das Gefühl, das entsteht, das ist zentrierter. Wir bauen jetzt in dieser Aktion eine Drehbewegung ein. Ich bitte dich, wieder den Beckenboden zu schließen, den Hosenknopf enger zu machen und einen Reißverschluss muskulär zuzumachen, den unteren Rücken dabei zur Yogamatte zu senken. Dann heb den Kopf, schau nach vorn, verschränk die Hände hinter dem Kopf und leg ihn in die Hände zurück. Jetzt zieh die Knie weiter zu dir heran. Und erste Runde ganz in Ruhe, rechte Ferse wieder nach vorn auftippen. Wenn du ankommst, dann führ deine rechte Schulter im Ausatmen Richtung linkes Knie. Einatmen, leg dich zurück mit dem Schulterblatt, zieh das rechte Knie heran. Ausatmen, links nach vorn tippen, linke Schulter Richtung rechtes Knie. Einatmen, wieder zurück. Mach das weiter. Versuch dabei nicht den Kopf nach vorn zu reißen, sondern wirklich aus der Kraft der Bauchdecke zu arbeiten. Und wenn du mehr möchtest, dann denk weniger mit dem Ellenbogen Richtung Knie, sondern für dein Schulterblatt Richtung Knie. Verliere die Atmung nicht. Gerne wieder in Ujjayi atmen. Und auch noch dreimal pro Seite. Und wenn du das beendet hast, dann komm wieder zurück. Leg dich zurück, leg den Kopf zurück, stell die Füße auf. Und spüre erneut in den Bauchraum, dort, wo Manipur da ist, dort, wo das innere Feuer in dir ruht und es wieder so langsam beginnen aufzuwecken. Das zeigt sich über die Wärme, die hier entsteht, die sich ausbreitet. Es zeigt sich über die Kraft, die hier entsteht. Näher dieses Feuer mit der Atmung. Atme wieder in den Raum des Bauches. Und dann greif dir die Knie im Anschluss bitte, zieh sie zu dir heran. Du kannst gerne etwas schaukeln, etwas schwingen, dich massieren. Und dann greif die Kniekehlen bitte.
dass die Knie frei sind und hol mit den Beinen Schwung. Bein immer größer auf diesen Schwung. Beginn zu schaukeln, vor und zurück. Und wenn du hier schaukelst, dann probier, wenn du nach vorn kommst, dich mal ganz kurz auf dem Becken auszubalancieren, ohne dass die Füße am Boden aufsetzen müssten. Halte hier an, schließ den Beckenboden, mach den Reißverschluss zu und knöpf die Hose etwas enger und roll wieder zurück. Ein paar Mal, vor und zurück. Nach hinten nicht ganz so weit, bleib immer noch auf den Schulterblättern bitte. Und nach vorn finde wieder die Balance auf dem Beckenbereich. Die Füße schweben lassen. Jetzt bitte ich dich hier, die Arme nach vorn auszustrecken, wieder Kraft zu finden und ganz langsam die Beine etwas zu verlängern, die Fersen hochzuschieben zu Paripurnanavasana, dem Boot. Atmen, aus der Kraft der Mitte strecken und die Kniekehlen greifen, Knie beugen und zurückrollen. Ein paar Mal vor und zurück, bitte. Und ein nächstes Mal nach vorn schwingen, hier Balance finden. Die Arme nach vorn strecken, Beckenboden schließen, Hose zu knöpfen und aus der Energie heraus, aus der Mitte heraus langsam die Beine strecken. Wieder ankommen, atmen lassen. Ausatmen, den Bauchnabel nach innen führen, die Mitte aktivieren. Es darf ruhig ein bisschen zittern oder vibrieren und warm werden. Und dann bitte ich dich, die Füße aufzustellen, die Schienbeine zu greifen und nachzuspüren. Und dann lass uns in den Vierfüßler wechseln, bitte. Und wenn du hier ankommst im Vierfüßler, bitte ich dich, dich zu räkeln, den Rücken zu bewegen, das Becken, die Schultern zu bewegen. Wieder in den Kontakt mit dem gesamten Körperbereich zu kommen. Und dann komm in den Katzenbuckel. Und so wie du in den Katzenbuckel kommst, so zieh den Bauchnabel sanft nach innen. Heb deine Flanken hoch, roll den Kopf ein, schau Richtung Becken. Atme aus und dieses Zentrieren. Einatmen in den Pferderücken, Bauchdecke entspannen. Wirbelsäule taucht ein, Blick kommt nach vorn. Mach das 3-4 Runden weiter. Begreif das Ausatmen als etwas, das dich zentriert, nach innen zu dir, in die Mitte deines Bauchraums. Eine letzte Runde hier. Dann komm wieder an im Vierfüßler. Stell den rechten Fuß hinter dir auf und schieb ihn nach hinten. Jetzt aktiviere wieder den Beckenboden. Sauge den unteren Bauchraum nach innen, da wo ein Hosenknopf wäre, da wo du einen Reißverschluss zumachst. Dann heb aus diesem Halt das rechte Bein an, streck den linken Arm nach vorn, streck dich diagonal lang, atme ein und atme aus, bring Ellenbogen oder Hand zum Knie. Einatmen, wieder strecken. Diagonal wachsen, ausatmen, zentrieren, den Bauchraum nach innen führen und einatmen, von dort strecken. 3 Runden noch. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann komm zurück in den Vierfüßler. Stell den linken Fuß auf, schieb dein Bein nach hinten weg, denk wieder den Hosenknopf, den du zumachst, den Reißverschluss, den du muskulär schließt. Heb dann das linke Bein an und streck den rechten Arm nach vorn. Einatmen, strecken und wachsen und ausatmen, in die Mitte zentrieren. Und das im Fluss weitermachen. Gerne in Ujjayi. Drei Runden noch. Und wenn du dann mit dem nächsten Ausatmen wieder landest im Vierfüßler, dann nutz Bewegungen, verteil die Kraft, verteil die Wärme in deinem Körper.
Komm wieder in eine Sequenz zu Katze und Pferd. Wieder die Ausatmung nutzen, den Bauchraum nach innen integrieren, in den Körperbereich. Dich zentrieren zu deiner Mitte, dort, wo Manipura existiert. Ein letztes Mal. Dann lande in einen neutralen langen Rücken und fächer die Finger auf. Drück die Hände in die Erde nach unten. Dann stell die Füße auf. Denk wieder den Hosenknopf, den du zumachst, den Reißverschluss, den du schließt und heb beim Ausatmen die Knie ein kleines Stück an. Und spür die Kraft in deiner Mitte, die Kraft deines Rumpfes. Atmen Ujjayi, diese sanften, reibenden Atmung, die dir Energie verleiht für diese Praxis, die dir einen Willen und ein Ziel schenkt, dich zu nähren, dich zu stärken. Ausatmend einrollen der Katzenbuckel, einatmend der Pferderücken, das mit gehobenen Knien noch 3 Runden. Mit dem nächsten Ausatmen ein neutral langer Rücken, schieb dein Becken Richtung Fersen, komm an die Oberschenkel heran und schieb dich langsam hoch in den nach unten schauenden Hund. Drück die Hände in den Boden, schieb sie in die Erde, schieb dein Becken hoch und atme in den Raum des Rückens diesmal. Zieh die Hände etwas aufeinander zu, als würdest du die Yogamatte falten zwischen den Händen. Zieh die Unterarme aufeinander zu. Zieh die Füße und Beine sanft aufeinander zu, zur Mitte deines Körpers. Und dann streck diese Mitte lang, streck den Rücken hoch und streck langsam mehr die Beine. Einatmen in den Liegestütz. Zieh immer noch die Hände aufeinander zu, zieh die Beine aufeinander zu. Ausatmen wieder zurück in den Hund. Einatmend vor an den Liegestütz, finde Kraft in der Mitte des Körpers, zieh die Arme und Beine zur Mitte, ausatmend schieb dich zurück in den Hund. Noch einmal bitte in Zeitlupe nach vorn in den hohen Liegestütz. Hier ankommen, senk die Knie, senk dein Brustbein, senk den Beckenraum zur Erde, roll das Becken etwas ein. Roll die Schultern zurück und heb dich nach vorn hoch in die erste Kobra oder den ersten aufwärts schauenden Hund. Ausatmen, komm wieder in Ruhe zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann stell die Füße etwas breiter nach außen auf, sodass du vielleicht im Mattenbreit ankommst. Schau die Hände an, fächer die Finger auf, drück die Hände in die Matte, dann schau wieder zurück Richtung Beine. Die rechte Hand in den Boden pressen, bring die linke Hand diagonal an die Außenseite des rechten Beines, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel oder Fußgelenk. Drück die rechte Hand in die Matte, dreh dich nach rechts auf, schau unter der rechten Achsel zur Seite und atme. Einmal tief einatmen, ausatmen wieder zurück. Linke Hand erden, auffächern, in den Boden drücken, rechte Hand an die Außenseite des linken Beines, Knie, Unterschenkel, Sprunggelenk, je nachdem, wo du ankommst, drück die Hand gegen das Bein, dreh dich nach links, drück die linke Hand in den Boden und schieb dich hoch. Atme und komm wieder zurück. Einatmen in den Liegestütz. Füße wieder zueinander, ausatmend die Bauchlage. Einatmend die Rückborge nach oben, ausatmend zurück in den Hund. Und hier nochmal ankommen, atmen und wachsen. Und dann heb dein rechtes Bein nach oben. Dreh die Hüfte auf, die rechte Hüfte hoch über die linke und schwing dann den Fuß nach vorn. Gott, wenn du hier ankommst, dann bitte ich dich, den rechten Fuß in den Boden zu drücken, die Füße aufeinander zuzuziehen. Spann die Beinmuskeln an, zieh sie Richtung Becken.
Aktiviere die Mitte des Körpers, schließ den Beckenboden, saug den unteren Bauchraum etwas nach innen, als würdest du eine Hose zumachen. Bleib in dieser Kraft und streck den rechten Arm über die Seite hoch. Dreh dich auf und zieh den Bauchnabel am Oberschenkel muskulär entlang nach rechts hoch. Und dann verbring dich in diese Drehung, lehn dich etwas in den Raum hinter dir an und beginn zu wachsen. Einatmen, ziehst du die Füße zueinander, die Beinmuskulatur Richtung Becken, die Armmuskulatur Richtung Schulter. Ausatmen, streckst du dich in die Weite. Einmal tief einatmen, strecken, ausatmen, die Hand wieder zurückbringen. Dann kommen wieder an, hier in diesem Ausfallschritt im Reiter, rechten Fuß gut erden. Einatmen, streckt beide Arme nach vorn, ausatmen, bringt beide Arme nach hinten. Einatmen, lang nach vorn, ausatmen, die Arme nach hinten, den Bauchnabel nach innen, den Beckenboden schließen. Einatmen, nach vorn, bleib hier, Kraft in der Mitte, rechten Fuß erden und setz ganz in Ruhe den linken Fuß dazu. Komm in die Hocke nach oben hoch und bring im Ausatmen die Hände zum Raum des Herzens. Beckenboden schließen, den linken Ellenbogen an die Außenseite des rechten Knies. Zieh das linke Knie etwas zurück. Stell dir die Hose vor, die du zuknöpfst. Zieh den Bauchnabel nach rechts hoch. Drück die rechte Hand in die linke nach unten und dreh dich nach rechts. Wieder der Atmung Raum geben. Ausatmend nähren, Kraft aufbauen, Halt in der Mitte finden. Und mit dem nächsten Mal, wenn du ausatmest, dann streck die Arme von dir weg. Schau zwischen den Armen nach rechts. Gib der Atmung Raum. Mit dem nächsten Einatmen kommen die Hocke nach oben. Heb die Arme hoch. Ausatmend eine Vorbeuge nach unten Richtung Erde. Einatmen die halbe Vorbeuge nach vorn. Ausatmen die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen den rechten Fuß nach hinten. Ausatmen den linken Fuß nach hinten in den Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, den Bauchnabel einsaugen. Pferderücken, die Bauchdecke entspannen. Ausatmen zum Kind eintauchen. Einatmen wieder nach oben, Katze und Pferd. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Heb dein linkes Bein nach oben hoch, dreh die Hüfte nach oben auf, atme die linke Seite und schwing den Fuß nach vorn. Mit dem Einatmen die Füße aufeinander zuziehen, die Beinmuskulatur aktivieren, Richtung Becken ziehen, ausatmen, von dort wieder entspannen. Noch zwei, dreimal bitte. Und dann kommen wieder an, den Beckenboden geschlossen lassen, rechte Hand gut aufsetzen. Jetzt streck den linken Arm über die Seite hoch und so wie du das machst, so nimm den Bauchnabel mit nach links oben, als würdest du ihn muskulär am Oberschenkel entlang hochziehen. Einatmen, die Füße zueinander, Beinmuskeln Richtung Becken, die Armmuskeln Richtung Schultern, ausatmend wachsen und strecken. Ein neuer Atemzyklus, einatmend die Welt strecken, ausatmend die Hände wieder zurück. Mit dem Einatmen die Arme nach vorn strecken, mit dem Ausatmen die Arme nach hinten schwingen. Einatmen nach vorn, ausatmen nach hinten, den Bauchnabel nach innen führen. In der Kraft bleiben, einatmend nach vorn kommen, hier sammeln, atmen. Halt finden, Kraft finden, auch einen Willen finden, mit dem der rechte Fuß nach vorn kommt, in die Hocke. Einatmend aufrichten in dieser Hocke, ausatmend die Hände zum Raum des Herzens bringen. Den Beckenboden schließen, rechter Ellenbogen an die Außenseite des linken Knies. Wenn du hier ankommst, dann drück gegen das Knie, zieh den Bauchnabel nach links hoch,
Drück die obere in die untere Hand und dreh dich nach links. Der Atmung Raum schenken. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, in die Drehung wachsen. Nicht nur körperlich bereit machen, mit Kraft und auch mit dem Willen arbeiten, es wollen, mit dem Einatmen lang werden und ausatmen, die Arme von dir wegstrecken. Zwischen den Armen zur Seite schauen, atmen, halten in dieser Stellung. Und einatmend auftauchen in die Hocke, ausatmend in die Vorbeuge nach unten. Einatmen in die halbe Vorbeuge, den Bauchnabel nach innen heben, ihn lassen und ausatmend in die Vorbeuge eintauchen. Bleib einen Moment, lass dich nach unten gleiten. Und mit dem nächsten Einatmen komm wieder in die Hocke nach oben. Ausatmend hier verweilen, Kraft aufbauen. Einatmend den Boden wegdrücken, streck dich hoch in die Welt. Ausatmend bring die Hände zum Raum des Herzens. Dann Richtung Erde, lass die Arme nach unten sinken. Und spür nach. Die Energie in dir, das Pulsieren des Herzens, das Strömen der Atmung. Finde zu Ujjayi zurück, dieser sanften, reibenden Atmung. Die Hände auf den Raum deines Bauches. Du kannst auch gerne ein Dreieck machen. Der Bauchnabel in der Mitte, Daumen zeigen zueinander, Zeigefinger berühren sich, zeigen nach unten Richtung Schambein. Und hier diesen Kontakt und diese Energie spüren. Dann löst die Hände wieder zur Seite, die Augen zuwenden, dann öffne sie wieder und komm bitte in den hinteren Teil deiner Unterlage. Und jetzt mach mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorn. Wenn du ankommst und die Füße siehst, dann bring die Füße etwas breiter auseinander, so vielleicht etwas mehr als die Hüftbreite. Und dreh das hintere Bein etwas auswärts, sodass die Zehen schräg nach außen zeigen. Die Schrittstellung gut anpassen, nicht zu eng, nicht zu weit. Bring die Hände an die Hüfte. Und orientiere die Hüfte eher in die längere Seite deiner Yogamatte. Also nicht nach vorn zum rechten Fuß, sondern nach links zur Seite. Bitte dich, die Zehen zu heben, die Füße in den Boden zu drücken, auch mit dem Willen, dass du Halt bekommst durch die Erde mit dieser Verbindung. Zieh die Muskulatur der Beine Richtung Becken hoch, schließ den Beckenboden, den unteren Bauchraum etwas nach innen führen mit diesem Hosenknopf, den du zumachst und dem Reißverschluss, den du schließt. Und von dort streck dich über die Knochen wieder Richtung Erde, schieb die Fußknochen in den Boden und leg die Zehen sanft ab. Breite die Arme aus. Jetzt schau zum rechten Arm, zur rechten Hand. Zieh dich dort in den Raum nach vorn. Und so wie du das machst, so schieb deine rechte Hüfte unter das Becken, Richtung linke Hüfte. Lang werden, die Füße in den Boden verankern. Und jetzt tauch mit dem rechten Arm nach unten ein, auf dein Bein. Bring den linken Arm nach oben in die Welt. Einatmend die Muskulatur von den Füßen, vom Boden durch die Beine Richtung Becken hochziehen, den Beckenboden schließen, Bauchnabel einsaugen, ausatmend noch mehr zentrieren und die Füße zurückdrücken in die Erde.
Jetzt zieh dich mit dem oberen Arm wieder hoch nach oben und senk die Arme einen Moment Richtung Hüfte. Wenn du Yoga-Blöcke hast zur Hand, dann positioniere zumindest einen Block bitte jetzt links neben dem vorderen Fuß, also in der Innenseite des vorderen Fußes, auf der linken Seite der Unterlage. Mal die Schrittstellung gut positionieren, vorderes Bein nach vorn, hinteres Bein etwas einwärts rotiert, streckt die Arme auseinander. Mit dem Einatmen schenkt dir Länge, heb den Brustkorb nach oben, verlängere die Flanken nach oben. Bleib ausatmend lang und führ den Bauchnabel sanft nach innen. Mach die Hose zum Ausatmen. Mach den Reißverschluss zu, wenn du ausatmest. Und einatmen aus diesem Halt, aus dieser Basis wieder nach oben wachsen mit dem Brustkorb. Bring den Blick zur rechten Hand. Nach vorn, lass den Blick nach vorn orientiert und jetzt verschraub den Oberkörper nach rechts. Die Arme zeigen zur Seite. Hinteren Fuß nochmal nachjustieren, sodass es dir passt. Die Schrittstellung positionieren. Jetzt dreh dich weiter nach rechts, sodass der linke Arm im Laufe der Zeit weiter nach vorn kommt. Der Blick immer noch ganz klar nach vorn orientiert. Die Füße in den Boden drücken, die Beinmuskulatur hochziehen. Einatmen, den Oberkörper heben, die Flanken verlängern. Ausatmen, den Rumpf integrieren, Bauchnabel nach innen, Beckenboden schließen, Hose zuknöpfen. Zieh dich mit dem linken Arm nach vorn, greif in die Welt, streck dich in die Welt. Dann ausatmen, linken Arm auf das rechte Bein oder auf den Block senken. Einatmen, nach rechts aufdrehen, den rechten Arm heben. Und ausatmend die Mitte wieder zentrieren. Von dort einatmend wachsen, den Boden wegdrücken und mit dem rechten Arm in die Welt strecken. Die Ausatmung trägt dich zur Mitte deines Rumpfes, zu Manipura, und die Einatmung schafft von dort Weite und Wachstum. Im nächsten Einatmen zieh dich wieder nach oben hoch, dreh dich ausatmend wieder zurück. Gut, dann ein Schritt zurück. Den Block vor dir gleich nach rechts versetzen. Komm erstmal an, eine gute Schrittstellung, links nach vorn. Ein Schritt in die Welt. Ein Schritt hin zu dieser Herausforderung, die hier auf uns wartet. Vorderen Fuß gut verankern, hinteres Bein etwas auswärts drehen, sodass die Zehen nicht ganz nach vorn, nicht ganz zur Seite, eher schräg nach vorn zeigen. Heb die Zehen. Schaff Halt in den Beinen, zieh deren Muskulatur Richtung Beckenboden und dann schieb von dort mit einem Gefühl, etwas zu wollen, Halt zu finden, Kraft zu finden, die Füße in den Boden nach unten. Hüfte dreht nach rechts, mit dem Einatmen die Flanken verlängern, den Brustkorb heben, im Ausatmen die Mitte zentrieren, den Rumpf nach innen führen, Bauchnabel etwas nach innen, Hosenknopf zumachen, Reißverschluss schließen. Einatmend die Arme heben, ausatmend den Blick nach links drehen. Du hast ein Ziel vor Augen, das Ziel vor dir. Einatmend den linken Arm nach vorn, linke Hüfte schiebt zurück. Ausatmend linke Hand auf das Bein, rechter Arm nach oben. Dreh dich auf zum Dreieck. Einatmend alle Muskeln des Körpers in den Rumpf ziehen, von den Beinen zum Becken, von den Armen zu den Schultern. Ausatmend von dort weiter schaffen, Wachstum schaffen. Der Blick, wenn du magst, nach oben Richtung Himmel. Dort einatmend hochziehen und ausatmend die Arme einen Moment senken. Gut. Bitte dich für die nächste Runde, für das gedrehte Dreieck, für Parivrita Trikonasana, die Arme wieder zu heben.
Und dich zu erinnern, dass es Halt braucht, dass es Energie braucht, auch den Willen braucht, diesen Weg zu gehen. Und mit diesem Willen und dem Wollen, das daraus entsteht, diese Handlungsaktion, die Muskulatur der Beine Richtung Becken und die Füße nach unten drücken, kraftvoll in den Boden schieben, Oberkörper heben, den Raum zwischen dem Becken und dem Brustkorb weiten, sodass da ganz viel Raum für Manipura entsteht, für dieses Feuer in dir. Und ausatmen, dieses Feuer nähren, Bauchnabel nach innen, Hose zuknöpfen. Den Blick nach vorne in die Welt. Und während der Blick nach vorn bleibt, verwringen wir den Oberkörper einmal um seine Achse nach links. Dann kommen die Arme parallel, der Brustkorb kommt nach vorn. Dreh weiter nach links, soweit es für dich möglich ist. Der Blick nach vorn orientiert. Jetzt kommt der rechte Arm nach vorn. Zieh dich mit dem Einatmen nach vorn, drück die Füße in den Boden, auch den linken Fuß. Ausatmend die Hand auf den Block oder auf das Bein und den linken Arm nach oben drehen. Den Bauchnabel nach links hochziehen. Wir verbringen Manipura, schaffen die Möglichkeit, dieses Feuer in dieses verwringte Gefühl zu verteilen. Einatmend Muskulatur Richtung Becken ziehen, den Bauchnabel heben nach links und ausatmen, von dort strecken, die Kraft, den Halt nutzen und wachsen. Einen ganz deutlichen Schub, die Füße nach unten drücken, die Beine strecken und mit dem Einatmen zieh dich nach oben hoch, ausatmen, wieder zurückdrehen, über vorn, wieder zurück, den linken Arm nach vorn. Einatmen, wachsen. Ausatmen, die Hände an die Hüfte und der Schritt zurück. Auch hier lass uns einen Moment innehalten. Gern die Augen schließen und spüren. Spüren, wie alles zur Mitte zieht: alle Energie, alle Kraft, alle Stärke. Wie dort Wärme im gesamten Raum des Bauches entsteht, wie ein Feuer lodert und diese Wärme sich dort verteilt. Leg dann die Hände wieder als ein Dreieck um den Bauchnabel herum, die Daumen berühren sich, die Zeigefinger berühren sich. Die Hände berühren Solarplexus und Manipura, das dahinter ruht. Näher mit der Atmung in den Bauchraum, dieses Chakra. Beginnen ganz bewusst mit dem nächsten Einatmen die Augen zu öffnen, die Welt zu sehen, die Arme zu heben, ausatmen, dich vor dir zu verneigen Richtung Erde, den Bauchraum nach innen, den Bauchnabel nach innen führen, einatmen, ihn innen lassen, den Rücken nach vorn strecken, dann zieht der Bauchraum sich noch weiter nach innen, ausatmen, ihn innen lassen und die Vorbeuge erfahren, Oberkörper entspannen, einatmen, den linken Fuß nach hinten. Ausatmen, den rechten Fuß nach hinten zum Mund. Dann komm hier an, atme dich in seiner Haltung, in seiner Länge. Auch mit einem Gefühl, etwas zu wollen, dich zu strecken. Und da braucht es den Bodenkontakt. Drück ihn bewusst von dir weg, mit Händen und Füßen. Dann kommen den Vierfüßler, ganz langsam die Knie senken. Und dann finde Bewegungen, die hier schön sind. Dann fächer die rechte Hand auf und wenn du einatmest, bring den linken Arm über die Seite hoch und ausatmend fädel den Arm nach rechts und dann tauch mit der linken Schulter Richtung Erde ein. Wenn dir das zu tief ist, dann nimm eine Unterlage unter dir,
sodass du die linke Schulter, vielleicht auch den Kopf auf diese Unterlage aufsetzen kannst. Und während du den linken Arm ablegst und den Handrücken sanft in den Boden drückst, bitte ich dich, die rechte Hand auf Höhe des Gesichtes aufzustellen, unter dem rechten Ellenbogen. Und jetzt die rechte Hand etwas mehr in den Boden zu drücken, dann kommt die rechte Schulter zurück und du kannst dich weicher, aber auch weiter nach rechts drehen. Es braucht einen kleinen Willen, etwas Kraft und das erleichtert dir diese Haltung, diese Drehung. Gib der Atmung Raum. Dann drückt die rechte Hand kräftig an den Boden und kommt zurück in den Vierfüßler. Da die Bewegung, die gut tut. Dann die linke Hand auffächern und erden. Und dann einatmen, den rechten Arm heben und ausatmen, nach links fädeln. Du kannst auch hier, wenn du die Schulter ablegst, eine Unterlage nehmen. Oder wenn es möglich ist, bis zum Boden kommen. Den rechten Arm, der nach links zeigt, mit dem Handrücken etwas in den Boden drücken, die linke Hand auf Höhe des Gesichtes und unter dem Ellenbogen aufsetzen. Und jetzt braucht es wieder etwas Kraft. Du drückst die Hand in den Boden und drehst dich nach links. Kraft ist auch etwas Gutes, es erleichtert dir diese Haltung. Lass dich hineinatmen und hineinfließen. Und drück die linke Hand in die Erde und schieb dich zurück in den Vierfüßler. Mal die eine oder andere Bewegung, die gut tut, die Wärme und Aktivität in deinem Körper verteilt. Und dann komm bitte zum Sitzen, so dass du die Füße aufstellst. Füße gut vor dir aufstellen, auf dem Becken balancieren, dann den Oberkörper aufrichten. Und jetzt bring die Arme nach vorn und bring die Hände zueinander. Schließ den Beckenboden, diese Basis, dein Fundament. Stell dir im Ausatmen die Hose vor, die du zumachst, mit dem Hosenknopf oder mit dem Reißverschluss, den du schließt. Bleib in dieser Energie und wenn du einatmest, dann streck dich von dort, heb die Flanken, heb den Brustkorb hoch. Ausatmend, roll dich langsam zurück, Wirbel für Wirbel Richtung Boden. So weit, bis zumindest die unteren Schulterspitzen ankommen. Dann einatmen, die Arme heben nach oben. Ausatmen, in Ruhe wieder hochziehen zum Sitzen. Einatmen, ankommen, strecken. Ausatmen, nach hinten rollen, den Rücken runden, den Bauchnabel nach innen, den Beckenboden schließen. Einatmen, die Arme heben. Ausatmen, wieder hochziehen nach oben. Einatmen, wachsen, nach rechts drehen, die Hände nach rechts. Ausatmen, über die rechte Seite des Rückens abrollen. Bis die rechte Spitze des Schulterblatts ankommt, dann einatmen, die Arme etwas heben. Ausatmen, ohne großen Schwung wieder über die rechte Seite hochziehen. Einatmen, strecken. Ausatmen, über die rechte Seite abrollen. Rechte Schulterblattspitze kommt zum Boden. Dort einatmen, Arme heben. Ausatmen, wieder hochziehen. Einatmen, oben aufrichten, nach links drehen. Ausatmen, über den linken Teil des Rückens abrollen. Linke Spitze des Schulterblatts kommt zum Boden. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, hochziehen. Bauchnabel nach innen, Beckenboden schließen. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, noch einmal abrollen. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, ohne besonderen Schwung hochziehen. Einatmen, nach vorn ankommen. Und ausatmend die Schienbeine greifen, einrollen und landen.
Nimm die Atmung wahr. Namo Jaiva, das dich durch diese Stunde hindurch trägt. Und richte dich wieder auf nach oben. Bring die Arme nach vorn, schließ die Hände. Was du sicherlich gemerkt hast, ist, dass auf diesem Weg nach unten und oben, dass es da einen Bereich gibt, einen Punkt, der ist sehr herausfordernd. Da will man eher mit Schwung drüber. Alles davor und dahinter fällt leicht, aber dieser Punkt ist sehr schwierig. Lass uns diesen Punkt einmal suchen. Aufrichten, ausatmen, die Mitte zentrieren, den Beckenboden schließen, Bauchnabel nach innen, Reißverschluss zumachen, einatmend Oberkörper heben, ausatmend nach hinten runden. Mach das in Ruhe, du kannst auch nachatmen. Wenn du merkst, da ist dieser Punkt, da ist es ganz schwierig, da will man eigentlich schnell drüber, dann bleib dort. Lass es ruhig ein wenig dort brennen. Und komm ein bisschen weiter, ein, zwei Wirbel tiefer, nochmal anhalten, einatmen, ausatmen, noch ein bisschen tiefer, anhalten, einatmen und ausatmen, langsam ablegen. Gut, die Arme ablegen, Füße gut aufstellen. Und dann gib der Atmung Raum, lenk sie in den Raum des Bauches. Lass uns dann dieses Feuer, das wir zum Brennen gebracht haben, das wir erweckt haben, lass es uns noch ein bisschen sanfter jetzt im Körper verteilen und nicht nur im Bauchraum dieses Feuer konzentrieren, sondern es ein bisschen wieder dieses Feuer zurücknehmen und verteilen. Lass über eine entspannte Drehhaltung das Becken etwas nach rechts versetzen. Und dann lass die Knie nach links sinken. Du kannst sie weiter ranziehen, wenn du möchtest. Kannst es für dich nachjustieren. Die Arme gut ablegen, auch den rechten Arm und die rechte Schulter gut erden. Wenn du den Kopf drehen möchtest, versetz ihn ein Stück nach links und dreh ihn dann nach rechts. Dann lande und lass den Atemfluss in den Raum des Bauches strömen. Diese Drehung, die schafft Weite im Bauchraum, sie dehnt die quer verlaufende Bauchmuskulatur, schafft Länge im Bereich des Bauches und Rumpfes. Und das ist wie eine Länge, in die das Feuer sich ausbreiten kann und sich dadurch etwas reduziert. Es ist nicht mehr so komprimiert, nicht mehr so lodernd im einen Bereich. Es nimmt ein bisschen diese Intensität zurück und verteilt sich sanfter im Körper. Komm dann Schritt für Schritt wieder zurück zur Mitte. Und setz aus der Mitte der Matte den Raum des Beckens etwas nach links und lass dann die Knie nach rechts gleiten. Das kannst du auch nachjustieren, die Knie weiter ranziehen Richtung Bauchraum oder davon etwas entfernen, so wie es am angenehmsten ist. Dann breite die Arme aus, finde für den linken Arm eine gute Position, sodass die linke Schulter sich erdet.
Wenn du den Kopf wenden möchtest, versetz ihn erst ein Stück nach rechts und dann roll ihn auf die linke Seite. Noch hier komm an, spüren den Körper. Spannung kann sich lösen, Anstrengung sich lösen und verteilen im Körper. Der Bauchraum dehnt sich in die zweite Diagonale. Und damit löst sich auch mehr und mehr dieses Lodern, dieses Feuer, diese Energie auf. Sie löst sich auf und verteilt sich damit im Körperbereich. Lass es mit Ujjayi sanfter in den Raum des Bauches atmen. Und dann komm hier wieder Schritt für Schritt zurück zur Mitte. Versetz deine Fersen etwas nach außen und bring umso entspannter die Knie zusammen. Dann bring die Hände zueinander, reib sie warm. Und leg die warmen Hände auf den Raum des Bauches. Wenn du ein Dreieck formen möchtest, dann ein Dreieck. Wenn nicht, dann leg die Hände übereinander oder nebeneinander. Lass dann den Atemfluss weich und sanft in den Kontakt der Hände fließen. Um wieder mit dem Einatmen zu erfahren, wie die Hände sich weich und sanft heben, wenn der Bauch sich wölbt, und im Ausatmen sie wie von selbst zurückfließen nach innen, zur inneren Mitte. Beginn bitte von der Mitte des Bauches, vom Bauchnabel aus, die Bauchdecke ganz sanft nach außen auszustreichen. Von der Mitte nach außen. So wird der Bauchraum wieder weicher und sanfter. Und dann, wenn du das getan hast, dann greif dir bitte dein linkes Knie, streck dein rechtes Bein nach oben aus und schwing dich hoch. Und komm zu einem bequemen Sitz.
für dich gefunden hast, dann schließ die Augen. Dann visualisiere noch einmal, wie die Atmung in den Raum des Bauches hineinströmt. Da, wo Manipura Chakra, das Chakra des Feuers und der Energie und des Willens, seinen Sitz hat, da, wo es zu Hause ist, da, wo es jetzt sanft genährt wird. Wohl wissend, dass diese Energie in dir ruht, dass du sie abrufen kannst, wenn du sie brauchst. Wohl wissend aber auch, dass sie sich wieder zurückziehen kann. Dann, wenn alles getan ist. Und wir brauchen diese Energie, die dort ruht. Wir brauchen sie für die anspruchsvollen und herausfordernden Wege, sei es im Yoga, wenn die Yoga-Praxis uns herausfordert, wenn sie Kraft und Stärke braucht, sei es in den Wegen, die wir außerhalb der Yogamatte gehen, im Alltag oder im Beruf, da sind es auch Situationen, die uns herausfordern. Da braucht es Mut und Wille, sich den Herausforderungen zu stellen und sie anzunehmen und ihnen zu begegnen, um ein Ziel zu erreichen, das vor uns liegt. Es braucht sicherlich auch die körperliche Kraft, die physische Stärke, die dafür nötig ist. Wenn du dich jetzt wahrnimmst, dann beobachte, wie es dir geht. Hat dich diese Praxis, wenn sie zwischendurch mal anspruchsvoll war, hat sie dich jetzt eher geplättet und müde gemacht? Oder hat sie etwas in dir erweckt? Vielleicht Kraft, Freude oder Begeisterung, dass du den Weg gingst, den du gegangen bist? Wie geht's dir, wenn du erfährst, dass schwierige Momente vor dir sind? Kommen da Ängste und Sorgen? Vielleicht eine Stimme, die sagt, dass du das nicht kannst? Dass du weder die Kraft hast, noch den Willen, noch die Energie? Schon gar nicht die Fähigkeiten? Vielleicht kommen Zweifel, Befürchtungen? Das ist normal. Diese Stimmen gibt es und sie haben auch ihre Berechtigung. Sie sorgen dafür, dass du nicht immer gleich voranschreitest mit dem Kopf durch die Wand. Andererseits braucht es aber auch Kraft und Energie. Wir können nicht immer nur resignieren, wenn wir vor Schwierigkeiten und Ängsten und Sorgen verhaftet sind. Wir brauchen auch mal den Willen, das hinter uns zu lassen, voranzuschreiten, Dinge zu gestalten, zu verändern. Wir brauchen die Erfahrung, dass wir die Dinge selbst in der Hand haben, dass wir auch die Umwelt gestalten können. Dass wir Dinge verändern können, wenn es nötig ist. Ohne dass wir dabei die Rücksicht auf uns und andere verlieren. Ohne egoistisch zu sein, mit einem Ich will durch die Welt zu gehen. Das ist auch übertrieben.
Manipura schenkt uns Kraft und Energie und Stärke und Mut und Willen, immer dann, wenn es nötig ist. Immer dann ist die Gewissheit da, dass es tief in uns diese Energiequelle gibt, die wir abrufen können, wenn wir sie brauchen, die sich aber auch wieder zurückzieht, wenn Dinge getan sind. Und so hast du letztlich auch einen Weg durch diese Yoga-Praxis gefunden und damit auch die Gewissheit bekommen, dass du diese Energie in dir trägst. Die Energie, die dich voranbringt. Lass noch einmal bewusst dieses Energiezentrum atmen, tief im Raum des Bauches. Finde mit dem Ausatmen ein sanftes Gefühl dort verankert, dort definiert und strukturiert zu sein, diese Quelle zu nähren. Und finde aber auch im Einatmen von dort aus dieser Struktur heraus die Möglichkeit zu wachsen. Auch physisch mit dem Oberkörper, der sich hebt, der dir eine innere Weite und Größe verleiht. Das alles aus diesem Quell, dieses Haltes und dieser Energie heraus. Bring die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Verlängere die Ausatmung, wenn sie entsteht. Und öffne im Einatmen die Arme. Bring sie weit über die Seite nach oben in die Welt. Und bring im Ausatmen die Hände zueinander für den Raum der Stirn, den Raum des Mundes und den Raum des Herzens. Beginn noch einmal bitte einatmend, dich zu weiten und zu öffnen. Und ausatmen, zurückzukehren zum Raum des Herzens. Wenn du magst, dann gönn dir einen Moment des Verneigens vor dir selbst. Mit einem Danke für die Zeit, die du fandest, die Möglichkeit, diese Yogastunde zu praktizieren und die Erfahrungen mitzunehmen, die du geschenkt hast. Und wenn du dich wieder aufrichtest, dann beginn die Augen wieder zu öffnen. Und ich wünsche dir viel Energie und Kraft und Mut für die Wege, die vor dir liegen. Danke, dass du heute ein Teil dieser Stunde warst. Namaste.